Guten Tag Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial auf meinem Kanal. Ja, ich weiß, momentan lade ich sehr wenig Videos hoch. Das hat einfach damit zu tun, dass wir einfach total beschissenes Internet haben. Genau, und dadurch vergeht mir halt immer meistens so die Lust daran, halt Videos zu machen. Und weil das halt immer ewig dauert, die hochzuladen. Aber egal. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr mit Spotify, also sag ich mal ein eigenes Lied oder ein Lied, was es nicht bei Spotify gibt, ihr zu Spotify hinzufügen könnt, beziehungsweise es sogar auf eurem Handy oder sonst irgendwo anders auch offline hören könnt. Das Ganze geht eigentlich nicht, das ist eigentlich nur irgendwie ein Bug, möchte ich mal meinen, aber ich möchte euch das Ganze mal zeigen, wie das funktioniert. Also als erstes braucht ihr eine MP3-Datei, oh, ich wollte das jetzt nicht verschieben hier, weil ich habe nämlich hier so einen schönen, ja, das Ganze mal ein bisschen rauszuschneiden, weil da halt mein Name steht und so weiter. Genau, ihr braucht als erstes eine MP3-Datei von einem Lied. Das habe ich jetzt unglücklicherweise genau hinter dem Fenster platziert, aber das soll auch egal sein. Dann nehmen wir einfach jetzt hier irgendein anderes Lied. Ah ne, genau, also ihr braucht erstmal ein Lied, natürlich, also die MP3-Datei davon. Dann geht ihr auf lokale Dateien und dann habt ihr jetzt hier alles, was ihr an MP3-Dateien auf eurem PC habt. Und ich will jetzt zum Beispiel das Lied beispielsweise in auf mein Handy bringen. Da es das bei Spotify nicht gibt, müssen wir hier, wir können das Ganze hier abspielen. Ich lasse es natürlich jetzt nicht laufen. Und dann könnt ihr hier Geräte auswählen. Dazu müsst ihr einfach mal mit eurem Handy einfach nur in die Spotify-App reingehen, dann seht ihr hier schon, also ihr müsst natürlich im selben Netzwerk verbunden sein, das ist, denke ich, mal klar. Dann müsst ihr hier auf verfügbare Geräte und dann klickt ihr einfach mal auf, je nachdem, was für ein Handy ihr habt, in meinem Fall hier iPhone, klickt ihr einfach mal drauf. Und dann wird auf eurem Handy ein kleines Fenster erscheinen, dass dieses Lied nicht herunterladen kann, weil es das bei Spotify nicht gibt. Genau, steht dann sowas wie da, du, wenn du diesen Song besitzt, kannst du ihn auf deinem Handy herunterladen. Das stimmt soweit. Dann müsst ihr soweit erstmal auf eurem Handy erstmal ein anderes Lied auswählen. Genau. Ein anderes Lied auswählen. Und dann klickt ihr, während ihr noch verbunden seid, einfach mal wieder hier drauf. Und dann steht da wieder, dass der Song halt nicht heruntergeladen werden kann. Ich kann das Ganze mal jetzt demonstrieren, indem ich das ganz kurz verbinde. Genau. Jetzt seht ihr hier halt das Spotify-Fenster und dann müsst ihr seht ja hier dieses Plus und das müsst ihr einfach mal ganz oft drücken. Ja, also merkt euch das Plus, ihr müsst das gleich öfters gedrückt halten. Jetzt muss ich ganz kurz wieder raustappen, im Moment. Genau. Ihr müsst jetzt dieses Plus ganz, also ihr kennt ja das Plus, das ist ja dieses Plus, um das zu eurer Playlist hinzuzufügen. Ihr klickt einfach jetzt hier drauf, noch nicht, und ihr spammt einfach die ganze Zeit mit eurem Daumen das Plus. So. Und dann erscheint irgendwann so ein Ladebildschirm, sag ich mal. Ich mache jetzt nochmal das Ganze nochmal an. Genau. Jetzt seht ihr hier halt das Fenster, wie gerade eben. Und ihr seht jetzt hier, dass ich das Lied, was ich gerade eben erst runtergeladen habe, jetzt auch hier offline nutzen kann. Es ist ein bisschen blöd, das Ganze zu erklären, aber ich denke mal, im Großen und Ganzen genau wisst ihr eigentlich, was ich meine. Ich hoffe, ich könnte euch damit helfen. Wenn ja, dann lasst ein Like da. Und ich weiß nicht, was ich groß noch dazu sagen soll. Es geht eigentlich nicht. Ich gehe da mal davon aus, dass es im Großen und Ganzen eigentlich ein Bug ist. Aber naja. Gut, dann war es das auch an der Stelle. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ciao.